Das neue Apple TV ist da und wir zeigen euch, dass man damit weitaus mehr machen kann als nur Filme und Serien abspielen. Hi, hier ist Felix von Curved. Wir haben jetzt seit einigen Tagen das neue Apple TV in Betrieb. Ihr könnt bereits den ausführlichen Test auch auf curved.de lesen und wir haben uns jetzt die Frage gestellt, sollen wir alles, was wir im Test bereits erzählen, nochmal im Video zeigen oder sagen wir euch und verraten wir euch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr noch mehr aus dem Gerät rausholen könnt. Und genau das werden wir jetzt tun. Die größte Neuerung auf dem Apple TV 4 sind Apps. tvOS ermöglicht es, Apps zu installieren, wie man das auch von iOS kennt. Und ähnlich wie unter iOS lassen sich zum Beispiel auch die installierten Apps verschieben auf dem Screen. Das geht folgendermaßen, indem ihr auf der Apple Remote das Touchpad länger gedrückt halt, dann seht ihr das kennt man schon von iOS, wackelt das Icon. Und wenn ihr es verschieben wollt, swipet ihr einfach an den gewünschten Slot, bestätigt nochmal und schon ist die App am gewünschten Platz. Das geht auch folgendermaßen, wenn ihr eine App wie Netflix installiert habt, könnt ihr sie zum Beispiel ganz nach oben ins Dock ziehen. Und wenn ich die dann loslasse, es dauert ein bisschen, das kann man hier zum Beispiel sich mal anschauen. Dann lädt er in sämtlichen Icons, die oben in diesem Dock angelegt sind, nochmal eine Übersicht der Inhalte. Hier sind zum Beispiel meine Serien, die ich über iTunes gekauft habe. Bei ZDF ist es eine Auswahl von Kanälen. Und bei iTunes ist es eben eine Auswahl aktueller Filme, die dort verfügbar sind. Gleichzeitig ist es auch möglich, zwischen mehreren Apps, die man geöffnet hat, hin und her zu wechseln, genau wie unter iOS. Dazu klickt ihr zweimal auf den Home-Button und dann könnt ihr über eine Art App-Switcher per Swipe nach rechts oder links in die passende App rein klicken. Ihr könnt auch direkt über den Homescreen Apps löschen. Dazu wählt ihr die entsprechende App aus, haltet sie länger gedrückt. Und hier seht ihr schon, zum Löschen drückt ihr jetzt nochmal den Play-Button. Bestätigt dann nochmal den Löschvorgang. Auch dass in dem Fall eventuelle Spielstände aus dem Game Center entfernt werden. Und weg ist die App. Neben Apps, die verfügbar sind, ist die Apple Remote die große Neuerung für das Apple TV 4. Und da könnt ihr in den Einstellungen entsprechend noch viele weitere kleine Optionen, kleine Features nachjustieren. Dazu geht ihr in den Einstellungen in Fernbedienung und Geräte und könnt hier unter anderem die Geschwindigkeit der Touchbewegung einstellen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr navigiert zu schnell durch die Menüs, könnt ihr das hier nachjustieren. Ich persönlich fahre mit der mittleren Bewegung ganz gut. Auch wichtig, Bluetooth, da könnt ihr sehen, wie viel Akku habe ich noch in der Fernbedienung und ihr habt die Möglichkeit, weite Geräte, die Bluetooth beherrschen, mit dem Apple TV zu verbinden, zum Beispiel ein Headset, wenn ihr einfach mal in Ruhe euren Film schauen wollt, ohne die anderen zu nerven. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das Apple Remote lieber im Schrank liegen lassen wollt, über diesen Bereich hier eine andere Fernbedienung, also eine Universalfernbedienung wie die Harmony, anlernen. Und ihr könnt dem Fernseher in dem Fall beibringen, wenn er über den entsprechenden HDMI-Standard verfügt, dass sobald ihr das Apple TV einschaltet, sich auch der Fernseher einschaltet und ihr auch natürlich die Möglichkeit habt, die Lautstärke nicht über eine weitere Fernbedienung, sondern direkt über die Apple Remote einzustellen. Siri kennen wir ja bereits vom iPhone und vom iPad. Siri kommt jetzt auch auf einem Apple TV 4 zum Einsatz. Dabei ist der Sprachassistent noch nicht so mächtig, wie das auf den iOS-Geräten der Fall ist. Allerdings bringt er schon einige interessante Features mit. Unter anderem habt ihr die Möglichkeit, jederzeit aus einer App heraus oder in dem Fall aus dem Homescreen auf bestimmte Funktionen, also Wetter, Aktien etc. zuzugreifen. Dazu haltet ihr den Siri-Button gedrückt. Wie wird das Wetter in Hamburg? Und lasst los und dann wird der Befehl schon verarbeitet. In dem Fall kann ich durch Swipe nach oben mir eine Übersicht anzeigen lassen für die nächsten Stunden mit Niederschlagswerten etc. etc. Kennt man natürlich alles von iOS schon. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr viele Apps installiert habt, sie nicht einzeln per Klick oder Navigation, per Swipe auszuwählen, sondern ihr könnt dazu auch Siri nutzen. Auch da haltet ihr wieder den Button gedrückt. Öffne ZDF. Und ihr seid in der ZDF-App.
Es funktioniert auch mit Spielen. Öffne Crossy Road. Und ihr seid im Spiel drin. Wirklich sinnig ist das Feature aber vor allem dann, wenn ihr nach Filmen suchen wollt. Und auch da entpuppt sich Siri als eine sehr sinnvolle Sprachsuche, die ein bisschen mehr kann als zum Beispiel die beim Amazon Fire TV. Nämlich ihr habt die Möglichkeit, im Kontext zu suchen. Das zeige ich euch jetzt mal. Zeige mir Filme mit Sylvester Stallone. Jetzt bekomme ich hier eine Übersicht und kann jetzt die aber noch weiter verfeinern. Nur die mit Arnold Schwarzenegger. Und jetzt habt ihr eine Übersicht der Filme, in denen eben beide Schauspieler mitgespielt haben. So eine Möglichkeit gibt es zum Beispiel bei Amazon Fire TV noch nicht. Das Ganze funktioniert auch zum Beispiel für Kinderfilme. Zeigen wir Filme für Kinder. Und ihr bekommt eine Übersicht an familientauglichen Filmen angezeigt. Auch hier gibt Apple leider keine Bedienungsanleitung mit Befehlen. Auch da werden wir einfach mit jedem Update darauf hoffen können, dass Siri schlauer und schlauer wird unter tvOS. Ein nettes Gimmick, das Apple sich noch hat einfallen lassen, sind die neuen Bildschirmschoner. Die haben nichts mehr mit diesen fliegenden, sich bewegenden Pandas und Pinguinen zu tun von der Vorgängerversion. Die laufen entweder nach einer bestimmten Zeit ein oder wenn ihr doppelt den Menübutton drückt. In dem Fall fliegen wir, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, über San Francisco. Sieht ganz danach aus. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr, ich gehe nochmal raus, in die Einstellung reingeht, in Allgemein und Bildschirmschoner, aber den Typ auszuwählen. Also ihr könnt auch auf euer Fotoarchiv natürlich zugreifen oder eben die aufwendig gedrehten, von Apple produzierten Bildschirmschoner wählen. Könnt hier aber auch sagen, wie oft neue geladen werden sollen. Ob das einmal im Monat passiert, wöchentlich, täglich oder nie. Ich würde hier fast auf wöchentlich gehen und bekomme dann, wenn es neues Material gibt, die automatisch aufs Apple TV geliefert. Das finde ich noch ganz nett. Das war jetzt nur eine erste Übersicht der Tipps und Tricks, die möglich sind, A, mit dem Apple TV 4, mit der neuen Apple Remote und mit Siri. Ich gehe davon aus, dass mit jedem weiteren Update für tvOS weitere Features freigeschaltet werden. Ich hoffe, dass Siri noch sehr viel mächtiger wird. Ich hoffe, mit der Apple Remote wird noch sehr viel mehr möglich sein. Ich bin bis dato schon mal ganz angetan davon, was jetzt funktioniert mit dem neuen Apple TV. Und es zeigt mir eigentlich, dass die Box doch viel mehr kann, als einfach nur Medien abspielen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann liked es, teilt es, shared uns. Und wir sehen uns bald wieder auf curve.de.